Ja, servus, ihr Tabak- und Pfeifengenießer hier auf YouTube. Jetzt bin ich schon wieder da, gell? Aber das mit Sicherheit das letzte Video, was ich dann vor Loma mache, gell? Also das nächste Video, was dann einmal kommt, das sind dann Aufnahmen von Loma. Freue mich schon drauf. Ganz ehrlich, kann nicht mehr erwarten, so muss ich das eigentlich sagen. Ja, was rauche ich? Wieder das gleiche. Ein Schimmfleck. Und da habe ich bei meinem letzten Video einen Kommentar bekommen. Da habe ich ihn gefragt, ja, lasst du, der Tim war das übrigens, die ganze Dose immer austrocknen oder was heißt austrocknen? Also trocknen und oder machst du das portionsweise? Also ich persönlich mache das immer portionsweise. Ich lege das da bei mir auf den Schreibtisch, immer so für zwei Pfeifen. So eine Mischung und eigentlich dauert das ja gar nicht so lange. Ich sage mal, wenn man das 2 Stunden mal so den Tabak ein bisschen klar macht und lässt ihn dann austrocknen, dann ist der wunderbar zum Rauchen. Gell? Ja. Dann habe ich euch bei meinem Sonntagsvideo ja gesagt, ich wollte euch noch einen Whisky vorstellen. Das schaffe ich aber jetzt leider nicht mehr. Ich war heute habe ich Zahnarzttermin gehabt, Nachmittag Hauptklinik. Alles also 3-Monatstest. Habe ich ja schon mal berichtet über diese Krankheit, was ich habe. Und da ist jetzt so, dass die sagen, ja, dann sind wir ja ein bisschen mit dem Alkohol zurück. Also ich habe momentan gar nichts, hauptkrankheitsmäßig und so. Zurückhalten und so, all drum und dran. Dann habe ich gesagt: Ja, jetzt haben wir da aber vorher im Wartezimmer mit einem unterhalten, der was überhaupt nichts trinkt. Bei dem ist es aber noch viel, viel schlimmer. Dann hat dieser Arzt wieder seinen Mund gehalten. Gell? Das passt einmal so ganz nebenbei. Ja. So, ich freue mich jetzt so riesig auf Loma, Leute. Ich freue mich so riesig auf Loma. Gell? Und wünsche euch allen jetzt ein wunderbares Osterfest. Ja, feiert es gut. Wie gesagt, ich hole meine Mutter rüber zu mir. Bei uns im Süden soll es ja nicht ganz so schlimm werden wie ja, im Norden oder Westen, sage ich jetzt einmal. Und ich hoffe, wir haben einigermaßen, auch wenn die Temperaturen ein bisschen runtergehen, aber wenn ein bisschen Sonne rauskommt, dann freuen wir uns. Wie gesagt, das nächste Video kommt aus Loma. Und da freue ich mich jetzt wirklich wahnsinnig drauf. Aber jetzt ratsch mir nicht rum, freut sich auf das Video, was dann von Loma kommt, auch wenn es erst am 6. ist es, gell? Ja? Ja, 6. Mai. Das freut mich. Gell? Bis zum nächsten Mal. Servus aus Bayern.